Ich geh gleich mit dir aufs Zimmer. Du gehst mit dir aufs Zimmer? Ja, mal gucken, was geht. Digga, es geht los, Mann. Ja, das ist deine Chance, Alter. Ja, ja, safe. Ja, okay. Das ist so lustig, weil ich hab dich noch nie Schauspielern sehen. Wir haben ja auch noch keine Szene zusammen gehabt. Nein. Aber gestern war eine richtig geile Szene. Hey, hatten wir eine Szene zusammen? Nee, bisher nicht. Ja, aber ich muss sagen, du kannst gut schauspielen. Dankeschön. Es kann nicht sein, dass du noch Jungfrau bist. Es kann doch nicht sein. Ich bin noch krank. Komm jetzt nicht mit so einer Moralapostel, echt nicht. Ja. Du musst doch langsam alleine einlochen. Es kann doch nicht so weitergehen. Du kannst. Herzlich willkommen back auf dem besten Kanal auf ganz YouTube mit der lieben Peyton. Hi. Wir sind hier gerade am Set von Villa der Liebe, eine neue Serie, bei der ich mitspiele. Ihr wisst wahrscheinlich alle, meine Zuschauer wissen das auf jeden Fall, ich spiele bei Krass Klassenfahrt mit. Ey, Alter, ich hab über das Problem. Was denn? Mir ist einfach ein Rohr gebrochen. What the fuck, ist euch sowas schon mal passiert? Nein. Ich hab eine riesige Pfütze bei mir, ich brauch irgendwas zum Aufwischen. Habt ihr irgendwas? Ich glaube, mit deinem Oberteil wird's bestimmt gehen. Soll ich's hier oder bei dir ausziehen? Und können wir den View zeigen? Sorry, aber wie sexy. Also ich weiß nicht, ob man das der Kamera sieht, aber es ist so sexy hier. Ja. Wir sind hier in einer größeren Villa. By the way, davon wird es hier einige Videos geben. Angefangen von Roomtours, Vlogs, Challenges hier um die Villa und um diesen Drehzeitraum drumherum. Auf jeden Fall habe ich die Peyton gefragt, ob sie schon mal Krass Klassenfahrt gesehen hat. Und sie hat halt einfach Nein gesagt. Und ich Nein. war so, hä? Du hast aber noch nie in einen reingeguckt. Nein. Und deswegen wird Peyton jetzt heute Entjungfahrt. Geil. Genau, und wir labern nicht lange drum rum, sondern wir fangen jetzt einfach an. Direkt mit der 6. Folge Krass Klassenfahrt. Ich bin echt so gespannt. Das ist cute. So süß, ciao. Das ist so cute. Das sind die Charaktere, ne? TJ. Ich bin so gespannt, wie du es findest. So lustig. Ich bin auch gespannt. Ich bin mollig, okay? Okay, pass auf, TJ, ich weiß. Ich finde es so geil, das mit dir zu gucken, weil irgendwie gibt es dem nochmal was. Ich weiß nicht warum. Echt? Wenn ich das alleine gucke, dann ist es halt cool. Ja. Daran liegt. Nein, aber irgendwie ist es, sehe ich das dann nochmal aus anderen Augen, so als Betrachter so richtig. Ja, ja. Das ganze Tief in dir drin immer noch die alte Grinch-Sau steckt. Wem willst du hier eigentlich was vormachen, ne? Hä? Also, das ist ja Jonas, ne? Ja, das ist Und Jonas ist eigentlich immer so mega unangenehm gewesen. Er hieß Cringe Timmy. Okay. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, ey, ich bin immer so cringe und so, könntest du mich cool machen? Und jetzt ist er praktisch cool. Und jetzt, er hieß TJ Jürgensson. Und daraus habe ich TJ gemacht. Mhm. Und habe ihn umgestylt und habe ihm so Charaktersachen beigebracht. Weil jetzt geht's ja klar. Ja, genau, jetzt ist er ja. Jetzt ist er cool. Also, cool. Ja, genau. Mal gucken. Was machen die denn da? Ich sollte auch noch den BH ausziehen. Oh mein Gott, das ist jetzt die Nacktszene. Und jetzt hängt's, da werde ich aber wild. Es gibt eine Nacktszene. Es gibt eine Nacktszene. Ich weiß aber nicht, ob das die ist. Also ich weiß. Ist sie denn komplett nackt? Ja, es gibt eine Nacktszene von Marilo. Ich weiß aber nicht, ob das die ist. So, das sind wir wieder. Auf jeden Fall, da wo wir gestern gedreht haben mit der coolen Aussicht, da ist total windig. Deswegen drehen wir jetzt hier. Bock mehr drauf. Kommt jetzt die Nacktszene. Leute, ich kann gerade sowieso nicht mehr. Das ist mit TJ. Mach mich einfach fertig. TJ war Jonas. Er erwidert einfach nicht meine Gefühle und er hat mich sogar Bitch genannt. Und ich denke tagtäglich. Ja, so ich glaube aber, die Nacktszene von Marie Lor ist in der Folge, glaube ich. Echt? Ich glaube schon, ja. Ich an ihn und ich träume sogar wegen ihm und über ihm. Und aber weißt du was? Genau das ist der Grund, warum wir uns als Mädchen nicht so billig geben sollten. Das ist mir jetzt auch klar geworden. Nee, also so sollte man das eben nicht sehen. Ich finde, wir sollten auch genauso stark sein wie die Jungs und wir sollten Selbstbewusstsein zeigen und das vor allem vor den Jungs zeigen. Soll ich euch beim Suchen helfen? Gerne. Ja. Okay. Wir können uns aufteilen. Gute Idee. Dann gehen wir... Ja, wir gehen in die Richtung. Okay. Pommes! Pommes! Weißt du, eines Tages möchtest du sein wie TJ. Was soll denn? Der hat echt gepackt, dich zu verändern. Der ist so erwachsen. Was spielt er? Ach so, du weißt das nicht. Ja, er ist so zurückgeblieben. Er ist so ein Kind und ist so zurückgeblieben. Also Wutke ist so zurückgeblieben. Ja. Und Ems ist der Coole jetzt. Der naja, ja, ich habe ihn so ein bisschen cool gemacht. Der versucht es auf jeden Fall. Und du bist der Coole, generell. Ja, genau, so der Fuckboy. Er versucht sie zu klären. In die Sauna? Ja, so grundsätzlich. Jetzt geht sie in die Sauna, ja. Warum willst du auf einmal so viel Zeit mit mir verbringen? Ich will einfach Zeit mit dir verbringen und... Gerne, so lustig. Ja, hast du geweint so? Also, woran lag das? Gestern? Ja. Guck mal. Sie ist die Asoziale. Ich hab gestern so eine Hassnachricht bekommen. Sie war auch die Asoziale bei Villa der Liebe, ne? Der Charakter ist übergriffig. Also in Villa der Liebe, letzte Staffel, hat sie auch immer gesagt,
dass sie von Klassenfahrt kommt und so. Also es ist ein Universum, das ist Ding. Wir sind alle gleich, ich kapiere es nicht, warum irgendwie... Wenn du irgendwie starke Jungs brauchst oder sowas, also Stanley und ich, wir sind immer da für dich, wirklich. Stanley bist du? Ja. Okay, das hab ich verstanden jetzt. Ich drop das jetzt einfach Spoiler. Viele wissen das, glaube ich, auch schon. Okay. Ich bin die Person, die ihr sozusagen diese rassistischen Nachrichten geschickt hat. Ah, du hast sie ihr geschickt. Aber nur, weil ich sie so emotional irgendwie fertig machen wollte, damit Keanu sie klären kann. Hä, eigentlich schlau gedacht. Ehrenmann, Digga. Ja, aber trotzdem ja, asozial, Alter. Lass uns doch einfach peinliche Storys erzählen. Ich kann auch anfangen. Ja, ja, okay. Irgendwelche peinliche Storys. Irgendwelche. zum Beispiel, ich habe eine, also ich bin noch Jungfrau. Was? Ja, ich hätte es nie mehr gedacht, du warst doch 10 Jahre mit ihr zusammen. Ich weiß, da, also gut, da gab es einen Handjob, so, aber... Einen Handjob gab es da, sagt er. Ich stand bitte so super. Ja, so, da gab es einen Handjob. Mehr gab es da nicht. Ich bin jungfräulich. Aber jungfräulich. Guck mal, das ist eigentlich nicht mal so schlimm, weil ich muss sagen, du weißt doch die Sache mit Stanley als Nachnamen. Ja, ich hab die Story mitbekommen. Achso, du hattest auch was mit ihr? Guck mal, eigentlich, es war auch mein erstes Mal, aber ich hab's ihnen gesagt, weil es Mami so unangenehm ist. Das höre ich gerade zum ersten Mal! Boy. Ja, also ich habe meinen Charakter so wie mit ihr Mädchen aus der Klasse schon Sex gehabt, ja. Okay, ja, nicht schlecht. Ja. Dein erstes Mal mit Stanley? Ja. Und da war er einfach so, ciao, ich war nur so... Oh. Ja. Sie war nur so... Geil, oh nein. Weißt du, unangenehm. Ja, also, muss ja nicht dein letztes Mal gewesen sein. Mann, das ist irgendwie, wenn man das so in echt denkt, ist das schon cringe. Ja, wenn du das schauspielst, aber es ist halt dann okay. In der Kamera ist es dann meistens cool. Ja. Man muss halt durchziehen, man muss halt die Rolle ernst nehmen und durchziehen. Vor allem erst so männlich, so, wisst ihr schon? Das Einzige, du? Was ja ist, ja, was der Stand zwischen mir und Jojo ist und... Wie sie einfach Keanu ist. Die so, du oder er? Also... Schon seit einem Tag vermisst. Wir haben keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Wen vermisst du? Mir aber leid. Den Hund. Also Pommes ist eigentlich... Oh mein Gott, der hat gerade einen Tourette-Anfall. Ich sehe es in seinem Gesicht. Also der Hund Pommes, den sozusagen Annika dann findet im Wald, ist eigentlich der Hund von den Hausbesitzern und das sind die beiden. Also die, ach so, das ist in der Serie gar nicht Annikas Hund. Sie findet ihn und dann ist es am Ende, glaube ich, so ein bisschen ihrer. Aber eigentlich ist der Hund von den beiden Hausbesitzern und das sind die beiden. Nein. Gestorben. Oh nein, er hört auf den Namen Adolf. So geil. Ich finde die Ticks so nice von ihm. Ist natürlich eine Krankheit und es ist schlimm, dass er das ja, hat. Ja, aber er geht doch voll gut mit um. Ja. Schließe langsam deinen Schließmuskel. Ja, nimm dich hin und entspann dich. Und richtig gut mit um. Ich weiß nicht genau warum, aber diese Ticks passen immer. Also es sind ja nicht so irgendwie random, sondern es ist irgendwie immer stimmig. So das, was er sagt, ist irgendwie immer relativ, so passt irgendwie in die Szene. Oder auch im echten Leben, so, so. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Geht das gut? Da waren deine Haare noch so viel grauer als jetzt. Ja. Guck dir das mal an, wie grau die da sind jetzt. Fun Fact an die Zuschauer, ich glaube, ein paar wissen das eh schon, ich bin so ein bisschen farbenblind. Mir ist nicht aufgefallen, dass die irgendwie jetzt nicht mehr grau sind. Hab ich dir das jetzt erst gesagt? Ja, glaube. Also für mich sind die halt immer noch grau einfach. Das macht keinen Unterschied. Nein, also das da ist grau, das ist so eher schon ein bisschen hellblond. Was findest du, sieht besser aus, das oder das? Ich glaube, das. Ja, danke. Also das sieht fresher aus. Ja. Also halt wie frisch vom Friseur, aber das sieht jetzt auch nicht schlimm aus. Taffi. Ja, wie läuft's mit Fatima? Ja, ich denke ganz gut. Also ich gehe gleich mit ihr aufs Zimmer. Du gehst mit ihr aufs Zimmer? Ja, mal gucken, was geht. Digga, es geht los, Mann. Ja, das ist deine Chance, Alter. Du? Ja, ja. Safe. Ja, okay. Das ist so lustig, weil ich habe dich noch nie Schauspielern sehen. Wir haben ja auch noch keine Szene zusammen gehabt. Nein. Oh, gestern war eine richtig geile Szene. Hey, hatten wir eine Szene zusammen? Nee, bisher nicht. Ja, aber ich muss sagen, du kannst gut schauspielen. Dankeschön. Ich muss dir einen Masterplan erzählen. Und zwar werde ich werde TJ komplett zerstören. Während er jetzt gerade den Hund sucht, werde ich später mit dem Hund ankommen. Also... Wo willst du den Hund denn herholen? Ja, Keanu und ich haben den Hund entführt. Okay. Wir haben sozusagen... Alle suchen den Hund und dass ich dann später als Retter dastehe, haben Keanu und ich. Aber ich glaube, ich erkläre das jetzt auch. Und als großer Retter dastehen. Danke nochmal, Digga, dass du mir geholfen hast, den zu entführen. Kein Problem. Alter. Und werden es gerade... Keanu muss wieder Sport machen. Alle diesen Hund suchen. Das hast du gesagt. Ja. Und flirte ein bisschen, ich erkläre sie schon mal so ein bisschen. Das hat er selber auch gesagt. Du schreibst dir diese rassistischen Hassnachrichten? Digga, chill doch. Sei mal lieber dankbar. Ernst? Weißt du, wie scheiße es ihr geht? Alter, sonst hättest du nie eine Chance. Es kann nicht sein, dass du noch Jungfrau bist. Es kann doch nicht sein. Noch krank. Komm jetzt nicht mit so einer Moralapostel, echt nicht. Du musst doch langsam alleine einlochen. Es kann doch nicht so weitergehen. Du kannst... Oh nein! Das
Das ist immer echt lustig. Dankeschön. Wieder aufbauen, dass es dir wieder besser geht. Ich weiß, man hört überall von der großen Liebe, Fairplay, gerade in den ganzen Filmen ist immer die große Liebe im Leben, aber das ist halt in der... Jo, ich hab dasselbe T-Shirt an. Das habe ich eben auch schon überlegt. Wie funny. Ich sag das vor allem nie. Marvin hat genau dasselbe Shirt, aber schwarz und weiße Ärmel. Ich habe das heute extra angezogen, damit ich gleich mit dem Partnerbilder mache. Wollte gerade sagen, süßes Partner, ne? Ja, das war der Plan. Weil die Gesellschaft nicht mehr so ist. Man wird überall verarscht, wenn man sich wirklich versucht, eine ernst gemeinte Beziehung aufzubauen, dann wird man nur enttäuscht. Also die echt... Du gibst hier die Liebestipps. Facts. True Facts. Nein, natürlich nicht überall. Außer ich und Annika sind glücklich. Wie lange seid ihr zusammen? Wie lief's bei dir und Leon? Genau. So Arsenal. Also, so Arsenal. So, also, so ist es heutzutage. Und oh Mann. Wenn man sich dem nicht anschließt, ist man ein Versager. So, nochmal jetzt, Real Talk. Jeder ist nicht so, aber also ich finde gerade in diesen größeren Städten, irgendwie ist dieses, sich auf eine Person festzulegen, so ein bisschen verloren gegangen irgendwie. Ja. Also aber, egal ob bei Typen und Mädchen, finde ich. Also ich finde auch Frauen teilweise ist so... Es kommt einfach immer auf die Person drauf an, finde ich. Ja. Es gibt die und die. Ja, also mir kommt so vor, als wäre die Generation vor uns, so unsere Eltern und Großeltern, als wäre es da noch besser. Viel wichtiger gewesen, so, oder viel so, es wäre so ein Ding gewesen, jemand fürs Leben zu finden. Ja, ja. Und jetzt ist es eher so, ich bin 20, ich werde auf jeden Fall diesen Monat mindestens mit 10 Girls, ne, so, nicht, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr. Guck mal, was ich hier noch hab. So, so ein schöner Junge. Jetzt habe ich ihn für immer bei mir. Das ist ja, das ist der Wahnsinn. Das ist schon ein bisschen creepy gerade. Ja. Muss ich mal auch gleich. Das ist auch nicht abgesprochen mit Sascha. Haben wir einfach gemacht. Ah, ja. Also wenn er wird das jetzt auch gerade wahrscheinlich das erste Mal sehen. Stark. Ich meine, guckt euch, und die Qualität ist ja der Wahnsinn, wirklich. Und hier. Das ist ja immer an meinem Herzen, wisst ihr? Unsympathisch TV, Sascha. Er ist immer für mich da. Ich bin zwar... Richtige Liebeserklärung. Lieber Sascha, unsympathisch TV, es wäre mein größter Wunsch und mein größter Traum, dass du vielleicht irgendwann mal, wenn du Zeit hast, mal mit auf unsere Klassenfahrt kommst. Alter, stark. Wenn das nächste Staffel passiert, wäre so stark. Das wäre lustig. Alter, wenn Sascha nächste Staffel dabei ist. Das wäre echt lustig, das würde halt voll passen. Schreibt gerne ihr da draußen, schreibt gerne alle mal Sascha, dass er nächste Staffel dabei sein soll. Das würde voll passen. Das wäre so nice. Das wäre übel. Und wie gefällt es dir generell so für Klassenfahrt? Alles gut? Naja, bis jetzt wegen den Nachrichten nicht so, aber du bist ja da. Ja. Plan ist aufgegangen von mir. Ich wollte sowieso deswegen noch mit dir irgendwas, also so... Guck mal, ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, aber ich glaube so, dass ich Gefühle für dich entwickelt habe. Ja. Und er denkt sich so, Jackpot. Er zieht sich direkt aus. Oh mein Gott, das geht los. Oh nein. Was? Ein Hund. Hä? Ja, jetzt fährt. Und das ist das Ende? Willst du mich verarschen? Oh mein Gott, ich will unbedingt wissen, was ist passiert. Ich will auch weitergucken. Wenn du möchtest, dass ich auf die nächste Folge auch wieder reagiere und ihr seht, was dann da weitergeht und so, dann unbedingt einfach ein Like da lassen und Hashtag Reaktion. So in die Kommentare schreiben, dann reagiere ich auch auf die nächste Folge. Dann sehen wir, ob Keanu sie flachgelegt hat oder nicht. Ich will das jetzt auch sehen. Ihr Kanal ist auch verlinkt in der Videobeschreibung. Video schon reingehauen, Kuss auf die Nuss. Möchtest du noch was sagen? Nö. Tschüss. Tschüss. Stark.